Ja, hallo und willkommen zurück zu Riven, The Sequel to Myst. Und wie man hört, geht's mir heute wieder besser. Ja, das letzte Woche war wohl eine etwas kürzere Folge gewesen. Aufgrund von ein wenig Halsschmerzen und Stimmenversagen und Husten musste ich das etwas kürzer halten, aber jetzt geht's mir wieder besser und ja, können wir gleich voll durchstarten. Ja, wir sind ja stehen geblieben hier bei dieser wunderbaren Übersicht mit der Unterwasserbahn. Und nebenbei, ich habe heute meine Bestellung bekommen, die sich aus zwei Spielen zusammensetzt, und zwar Myst 3 und 4. War nicht unbedingt einfach, die zu kriegen noch, da der Publisher nicht Cyan war, wie die sonstigen Myst-Spiele, sondern halt Ubisoft. Und ja, die dürfen leider nicht fehlen, also Myst 3 und 4, weil sie halt auch mit irgendwo zur Myst-Reihe gehören. Habe ich es mir einfach mal besorgt. War, wie gesagt, nicht ganz einfach, die zu kriegen, auch als Originale neuwertig sind, aber CDs oder DVDs sind das ja. Ich habe es auf jeden Fall jetzt und damit kann ich oder habe ich meine Myst-Spielereihe komplementiert oder komplettiert. Ich habe jetzt alle Teile von Myst inklusive Uro Online, wie man auf meinem Kanal ja auch sehen kann, habe ich jetzt quasi in meinem Besitz und werde sie dann auch durchaus durchspielen. Nur dazu viel. Die da du oh, schon ein bisschen spät heute. Ja gut, wo waren wir? Ach so, ja hier. Bei den Hebeln, da habe ich noch keinerlei Idee, was diese Hebel eigentlich bewirken. Deshalb, wenn wir auch erstmal wieder runtergehen. Kann ich jetzt eigentlich hier rechts und links gucken? Nee, geht nicht. Noch weiter. Ah, jetzt. Und zwar müssen wir zu dem, also da wollte ich jetzt zuerst hin, hier zu dem Gerät hier. Deshalb einmal bitte zurückfahren. Also einmal drehen. Und vorwärts. Das heißt, die nächste Abzweigung müssten wir dann rechts hoch da. So, dann einmal drehen bitte. Und ich würde gerne auf die andere Schiene fahren und Gas. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir auch da rauskommen, wo wir hinwollen. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Gut. Es könnte natürlich sein, dass diese Hebel, diese Brücken ausfahren. Das könnte natürlich jetzt sein. Das heißt dann nochmal zurück. Bude umdrehen.
rechter Seite fahren, Gas. Also, um da nochmal drauf zurückzukommen, Myst 3, glaube ich, Exil. Müsste das gewesen sein? Myst, ja, Exil, ich habe sie jetzt nicht hier liegen. Ist wohl noch in 614x480, wobei Myst 4 dann schon in einer höheren Auflösung, sage ich mal, wieder spielbar ist. Was ich doch sehr bevorzuge. Obwohl ich muss sagen, jetzt auf dem 27 Zöller ist 614x480 auch eigentlich ganz gut zu spielen. Es sieht ungefähr so aus wie das fertige File, was ihr jetzt quasi bei YouTube seht. Nur, dass das halt hochskaliert ist. Aber von der Auflösung her und von der Videoqualität her ist halt auch eigentlich brauchbar. So, das fahren wir jetzt mal nochmal gucken. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass diese Hebel dafür zuständig sind, diese Brücken, sage ich jetzt mal, auszufahren. So, wollen wir mal gucken. Wenn wir jetzt alle Hebel runter machen. Passiert nichts. Oder doch? Das können wir, glaube ich, ganz einfach testen, indem wir hier runtergehen. Und dann mal schauen. Ja, richtig. Also haben wir die jetzt alle eingefahren, die Brücken. Also müssen die ausgefahren werden. Okay. Also alle Hebel nach oben. Damit wir vollen Zugang haben zu dem Unterwassersystem. Ja, die Brücke ist jetzt auch ausgefahren, das ist gut. Und das Ganze wieder zurück. So. Man merkt immer noch, dass ein bisschen krank. So, links rum. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier denn eigentlich so zugefahren haben. Oh, da ist irgendwas. Ah, da war doch ein Hebel. Okay. Interessant. Okay. Da unten, glaube ich, war eh nichts mehr.
hoffe ich zumindest, dass da. Wir haben da auf jeden Fall einen gefangen. Kommt mir doch recht bekannt vor. Boah, den können wir bestimmt rauslassen. Also gerade war der noch hier drin. Und so schnell, glaube ich, kommt der nicht hier raus. Ah, guck mal, wo geht's denn hier hin? Achso, hier ist der zweite zu. Okay. Haben wir quasi den Schnellzugang gelegt. Aber wo ist der Typ hin? Sie sehen Geheimgang. Okay. Passiert jetzt hier auch noch was oder? Da einfach ist nur Licht angemacht. Ist ja natürlich auch interessant, ein Fluchttunnel und dann einfach nichts. Aber irgendeine Bedeutung muss das ja wohl haben. Wenn ich jetzt hier das Licht angemacht habe. Na gut. Und was war das denn noch? Das ist. Ah, okay. Sollte man vielleicht auch mal hier gucken. Da ist noch eine Lampe. Da ist auch eine. Da ist keiner, gut. Aha. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ah, da haben wir wieder schön ein Tierrätsel. Das ist nicht schlecht. Da wissen wir noch gar nichts drüber. Das könnte ein Frosch sein, ein Kranich. Ah, das könnten eventuell die einzelnen die einzelnen Sounds, die wir ja gefunden haben teilweise, könnten ja da durchaus hier diesen Kreis komplettieren. Aber da ich nicht wirklich
eine Ahnung habe, wie sich diese Tiere anhören. Und ich auch nicht weiß, was das darstellen soll. bleibt mir wohl dieser Zugang erstmal versperrt, wobei ich sagen muss, dass es hier wahrscheinlich weitergehen wird. Ja gut, so ein Fisch habe ich da nicht gehört. Da müssen wir nochmal, da muss ich nochmal drüber nachdenken, beziehungsweise nochmal gucken, ob ich nicht vielleicht doch irgendwo noch Hinweise finde, was diese Tier. Oh, stopp, zurück. Da war da was. Ne. Was diese Tiersymbole bedeuten. Wäre natürlich schön, wenn man da irgendwo so einen Hinweis hätte. Ja, aber ansonsten ist hier aber auch nichts. Gut, da komme ich ja her. Zumindest weiß ich jetzt schon mal, dass ich da weiterkomme, im Zweifelsfall. Und, ja gut, hier komme ich ja auch her. Aber ich glaube, hier war sonst nichts. Gut, da komme ich dann hoch. Wieder mal. Da, was ist da noch? Da müssen wir auch noch mal gucken. Ach, das ist natürlich jetzt doof, weil mein Unterwassergerät steht da hinten jetzt noch. Aber ich glaube, da war doch hier von wegen mit den Anforderungs... Da muss ich die von da hinten anfordern wieder. Mal anklopfen. Tut sie nix. Da muss ich hin, genau. Also, wieder außenrum. Hört man wieder das Baby schreien. Ne, hier war auch nichts mehr. Das muss wohl so eine Trommel darstellen. Oh, ist das Fisch? Da lag, glaube ich, aber vorher nichts dran, oder? Vertue ich mich da? Na gut, da kann ich aber auch nichts mehr anfordern. Das ist natürlich ärgerlich. Das heißt für mich ja, dass ich jetzt quasi den ganzen Weg wieder zurücklatschen muss. Oder dass ich mich zurückklicken muss, besser gesagt. Na gut, hier geht's nicht weiter. Also. Ja, da geht's auch nicht weiter. Dann wieder da hinten hoch und gucken, dass ich vielleicht doch noch mal runterfahren kann. Ach komm. Nach oben bitte. Nach oben bitte. So. Das kann ruhig offen bleiben. Jetzt auch nicht, dass ich da nicht mehr runterkomme. Das ist doch scheiße. Ich würde gerne wissen, was das ist. Das sieht mir nämlich aus wie so ein Beobachtungspostenteil. So von wegen Fernglas und so. Das bringt mir aber nichts, wenn ich da nicht drankomme. Da war doch irgendwie so ein... War das hier so ein Anforderungsding? Oder wo war das? Ah,
Wahrscheinlich muss ich wieder ganz zurück und den anderen Weg gehen. Das heißt, hier hoch, darüber. Bei den Dinos hier vorbei. Ja, komm. Und hier runter. Oh, nee, da habe ich das her, okay. Okay. Nee, da komme ich also auch nicht mehr weiter. Damit wäre eigentlich der Bereich der Unterwasserfahrt wohl erledigt. Was ein bisschen schade ist. Ich wäre gerne noch eine Runde gefahren. Na gut. Jetzt wollen wir uns dann nochmal hier dieses. Ja, um dann nochmal auf diese Tiersymbolik zurückzukommen. Kann das sein, dass das eine Qualle ist? Das könnte natürlich sein, ne? Da muss ich jetzt mal eben meinen Stift und Zettel nehmen. Und dann werde ich mir dieses Quallenvieh. Da habe ich jetzt natürlich nicht drauf geachtet, ob die anderen Symbole auch so eine Symbolträchtig. So, das ist hier so. Und dann hat sie hier dieses Auge und da noch so ein Ding. Da müsste ich jetzt mal eben nachgucken. Ja, ich habe natürlich in meinem Schussel auch die Zettel verschlammt. Also das sieht mir doch schon wirklich nach so einem, ja, so einem Tiersymbol aus. Muss ich mal eben gucken, ob da eventuell auch bei den anderen Dingen, die ich da gefunden habe, war hier nicht noch sogar eins? Eventuell, ich glaube aber nicht, ne? Ich meine, hier war nichts. In der Hinsicht auf der anderen Seite, vielleicht muss ich dann mal gucken. Aber eigentlich, nee, hier war auch nichts. Nee. Ah, da ist noch eins. Oh, wie hört sich das an? Nehmen wir das einfach mal Wasservieh. Das hat natürlich so eine. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass das wirklich hier sowas in der Richtung sein kann. So eine Schildkröte oder so.
Könnte sein, muss nicht. Es hat doch schon so Tierähnlichkeit. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt hier oben gucke, ich habe da ja hier noch eins gehabt. Warte mal, hier war, glaube ich, keins gewesen. Ah, da geht es hier in die Bahn, muss ich ja auch noch, richtig. Ich glaube, da geht es auch zur nächsten Insel schon. So, dann war ja hier unten. War ja auch noch eins. Und ich meine, hier gewesen. Ja, ist da. Ja, wie sieht das aus? Ich will das mal ein bisschen weiter weg angucken. Das sagt mir quasi gar nichts. War ich da oben schon? Weil hier ist anscheinend auch noch mal so ein. Okay, da ist also auch nichts. Hier runter dürfte das theoretisch wieder zu dem. Geht's denn da noch lang? Ach so, zu dem Frosch hier. Glaube ich, dass es ein Frosch ist. Gucken, ob man da vielleicht auch irgendwas erkennen kann, aber ich glaube eher nicht. Da ist nichts. Es kann natürlich auch sein, dass diese normalen Tiere, zum Beispiel wie das jetzt, wenn man das als Frosch identifizieren will oder möchte, dass die eindeutig sind und die uneindeutigen Tiere, wie zum Beispiel jetzt hier dieses Quallenvieh oder dieses Wasservieh, dass die wirklich bezogen sind auf die. Die Symbolik, auf die Tiersymbolik. Aha. Und warum bleiben die jetzt liegen? Haben die jetzt Vertrauen zu mir oder wie sieht das aus? Jetzt sind sie weg. Na ja gut, wenn man hier scheiß fünfte oder sechste Mal vorbeikommt, kann das natürlich sein, dass die auch ein eventuelles. Gut, da war ich schon. Vertrauen aufbauen, aber das war jetzt interessant, dass die doch da geblieben sind, obwohl ich die Treppe runtergekommen bin. Mal ausprobieren. Wenn ich jetzt nochmal die Treppe runtergehe, müssten die ja eigentlich. Ne, jetzt sind sie weg. Ah. Aber hier ist, glaube ich, auch nichts. Es ist alles sehr verwirrend teilweise.
Ja. Belassen wir das dabei. Mal hier gucken, vielleicht an den Wänden irgendwas ist. Nee. Ja. Verwirrend und verstörend. Hier ist aber auch nichts anderes. Ja, aber das Gebiet, denke ich mal, habe ich ja schon hinter mir gelassen. Das dürfte es gewesen sein. Ja, denke ich auch. Ja gut, dann gehen wir hier rüber und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal werden wir uns diese formschönen Fahrstuhl-Schacht-Lore-Gerät annehmen. Und ja, damit danke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.